freue mich, euch in so guter Stimmung vorzufinden, denn ich habe gute Nachrichten für euch. Es gab Ende letzten Jahres eine weltweite repräsentative Umfrage. Wer ist das beliebteste Volk der Welt? Die Antwort, ihr werdet es nicht glauben, wir. Ja. Immer und überall dieselbe Reaktion. Ungläubiges Gekicher, Stille, Betroffenheit. Ja, was, wir Deutschen, beliebt, was? Die Älteren fragen sich, warum sind wir beliebt? Wozu sind wir denn marschiert? Und die Jüngeren denken, die mögen uns nicht umsonst, die wollen was von uns. Wir haben Schwierigkeiten, uns selber gern zu haben, Kinders. Aber alle mögen uns, ich kann euch das mal sagen. Ja? Es ist sogar klar, seit wann und warum wir beliebt sind. Wisst ihr, seit wann die deutschen Sympathiewerte nach oben gehen? Seit wir Angela Merkel haben. Ist so. Man muss die Frau nicht mögen, aber das muss man zur Kenntnis nehmen. Die Welt liebt uns für sie. Seit wir Angela Merkel haben, sagt die Welt, guck mal die Deutschen. So schlimm sind die gar nicht. Die haben ja doch Humor. Ja. Die lassen sich jahrelang von so einem Kremlin regieren. Nicht schlecht. Hey, und alle zwei Jahre, wenn wieder Fußball ist, dann freut sich der ganze Planet. Dann wissen sie, dann ist wieder Fußball, dann ist wieder Ehrentribüne. Und wenn sie wissen, es ist Ehrentribüne, wissen sie auch, die Deutschen schicken wieder dieses Ding. Ne? Und da werden Wetten abgeschlossen. Hey, als was geht sie diesmal? Bisheriges Highlight, meiner Meinung nach, war die letzte Europameisterschaft Polen-Ukraine. Die Älteren können sich erinnern, da ging Merkel als Schildkröte ein. Tolles Kostüm. Unten braun, oben grün. Und dann stand sie wieder da, als hätte man sie gerade auf den Rücken gelegt. Da ist sie nicht rausgekommen aus der Muschel. Alle Welt liebt sie. Und die Deutschen mögen sie auch. Ja. Die kann machen, was sie will. Die kann unsere Grenzen schleifen. Die kann Europa ruinieren. Die kann uns abhören lassen. Wir auch. Guck mal, die süße Merkel. Wir lieben sie. Kann auch sein, es ist uns egal. Hab ich auch überlegt. Ihr ist ja auch alles egal. Sogar Merkels eigenes Handy wird abgehört. Sie sagt, oh, egal, unter Freunden. Kann mal passieren. Manchmal denke ich das. Das ist gar keine Sympathie, das ist Gleichgültigkeit, oder? Ich meine, dieser Datenskandal, das ist hammermäßig. Wir werden abgehört, illegal abgehört. Macht es uns irgendwas aus? Nö. Ne? Das wird ja immer schlimmer. Ja, jetzt hat Merkel ja noch da diese Vorratsdatenspeicherung durchgesetzt. Ne? Ja, mit ihrem Erzengel, dem Gabriel. Das regt mich tierisch auf. Ja, wenn man sich Sigmar Gabriel mal anguckt, dann fragst du dich doch, wo will der noch was speichern? Ne? Und dann auch noch auf Vorrat? Ne? Oder? Es wird immer schlimmer, ja. Seit 2015 liest Facebook auch die Cookies aus, um noch mehr über uns zu erfahren. Sie wissen doch nicht genug. Ja. Cookies. Ich sehe so ein paar Fragen im Gesicht, da muss ich vielleicht kurz erklären. Cookies, das sind jetzt nicht diese kleinen leckeren Schokostückchen im Eis, wenn wir im Kino sitzen. Ne? Cookies, wie soll ich das erklären? Das ist so ein bisschen wie bei Hänsel und Gretel. Ja, diese Krümel. Das sind digitale Spuren, Brotkrumen, die du quasi hinter dir hinterlässt, wenn du durchs Internet wanderst. Wie bei Hänsel und Gretel, ich kann es nochmal anders sagen. Also stell dir mal vorgestellt, du bist 15, sagen wir mal, ja? Das war deinen Eltern mit dir alles ein bisschen zu viel. Das mit der Erziehung. Haben sie gesagt, komm, den setzen wir draußen aus. Haben dich ins Internet geschickt, ja? War ihnen einfach zu aufregend, dem Kind zu erklären, wozu sich das Leben lohnt und so, wie das läuft. Und haben sie gesagt, komm, raus mit der Sau. Ja, das haben sie genannt, moderne Erziehung, genau. Und dann stehst du da mit 15 da draußen, ja, hast nur diese Brotkrümel und siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, und dann fängt man an, diese Spuren zu hinterlassen. Ja. Der Witz ist nur, es gibt einen Unterschied zum Märchen natürlich. Ja. Es geht nicht darum, dass du diese Krumen hinterlässt, damit du deinen Rückweg nach Hause findest. Der Sinn bei den Cookies ist der, dass die Hexe weiß, wo du herkommst und was du magst, damit sie ihr Haus für dich anpassen kann, sodass es dir gefällt und du sagst, Mensch, das ist ja ein geiles Haus. Da fange ich mal an zu knabbern. Ne? Ja, so machen sie es ja. Ne? Facebook liest die Cookies aus, damit das Angebot dann auf dich zugeschnitten werden kann, das Werberelevante. So, da wissen sie alles. Ne? Wo du herkommst, ja, wo du übernachtet hast, wo du hingefahren bist, was du gegessen hast, womöglich mit wem du übernachtet hast, alles. Und es macht uns nichts aus. Ich finde es irre. Ja, bei Facebook schreiben die Leute alles von sich rein. Alter, Geschlecht, Beziehungsstatus, Ausbildungsweg, aktuellen Gemütszustand, alles. Erich Mielke würde weinen vor Glück.
Freiwillig? Ich verstehe es auch manchmal nicht. Wobei viele machen dann noch so einen kleinen Trick. Sie schreiben nicht alles rein, sondern lassen eine Information weg. Sagen, oh, mein Geburtsdatum kriegen sie nicht. So wie bei Rumpelstilzchen. Ach so gut, dass keiner weiß, wann ich Geburtstag habe. Nicht so anderes Märchen. Aber ist, oder kein Foto von sich. Schreiben alle Informationen von sich rein, aber dann kein eigenes Foto, sondern dann laden sie ein Profilbild von einem Avatar hoch. Oder von ihrer Hauskatze. Jeep. Was soll das bitte bringen? Völlig willenlos. Ich meine, ich selber ja auch, um ehrlich zu sein. Ihr könnt mich ja bei Facebook auch, ich befreunde mich mit jedem. Ich bin da völlig willenlos. Es sei denn, ihr schickt mir Katzenbilder. Das geht leider nicht. Ich bin Allergiker. Aber es ist doch abstrus teilweise. Nee, letzte Woche hatte ich eine Freundschaftsanfrage von einer Schildkröte. Da habe ich auch gedacht, Angie, bist du's? Das war's erstmal von dir. Danke. Das war ein Ausschnitt aus Tante Gerdas Stammtisch Folge 2. Die komplette Folge finden Sie übrigens hier. Wenn Sie uns unterstützen wollen, damit wir weitere Folgen produzieren können, dann schauen Sie mal bei unserem Crowdfunding rein. Und was Sie auf alle Fälle machen sollten, ist uns zu abonnieren. Das geht hier.